Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Und ja, die letzte Folge hat mir wirklich bewusst gemacht, was für eine Freude das ist, dass hier überhaupt jemand zuguckt. Ach, das war wirklich eine sehr verpeilte Folge. Aber naja, ich habe ja nie von mir behauptet, dass ich der beste, tollste und überhaupt sowieso Valheim-Spieler wäre. Vielleicht bin ich der fröhlichste, aber... So, ich wollte einfach nochmal Danke sagen. So, wir sind zu Hause. Ich lege mich gleich mal ins Bett. Ich lege mich jetzt einfach mal schön ins Bett und warne euch schon mal vor, eine neue Aufnahmesession. Mir wird wärmer und ich möchte gerne schlafen. Nicht im Bett stehen, Ragnar? Ja, ausgezeichnet. Und wir gleiten hinein ins Traumland einer sehr kurzen, traumlosen Nacht. Aber wir fühlen uns mega ausgeruht. Gemütlich 6. Ich freue mich. So, das Boot ist auch noch da. Da oben. Achso, das sind die Fackeln. Ich repariere erstmal komplett durch. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch wirklich... wir sind ja extrem bepackt. So, ihr wisst, was das heißt. Jetzt kommt erstmal das alte Einräumspiel. So. Und ich guck mal. So, die Trollleder... 4, Stufe 4. Oh, das ist doch. Das ist natürlich nicht so aufregend. Stufe 4, wie kriege ich denn. Wie zum Geier kriege ich denn jetzt Stufe 4 hin? Und unseren Bogen. Dann können wir noch. Oh, Edelholz und Kernholz, Hirschfell. Ja, okay, ist doch kein Problem. So, erstmal alles einmal durchreparieren. Und dann einfach mal alles mal wegpacken, was wir so in der ganzen Zeit angehäuft haben. Ach so, keine Sekunde. Eine Sekunde. Ja. Habe ich auch noch richtig in Erinnerung. Dann könnten wir uns auch noch... Oh, holla. Oh, holla. Ja, da können wir uns definitiv noch... Da können wir uns definitiv noch ein bisschen Marmelade kredenzen. Ich freue mich. So. Da rein, in Ermangelung eines besseren Ortes. Dann haben wir hier noch ein bisschen den Samen. Das kommt nach hinten, das kommt auch nach hinten. So, das kommt hier nach nebenan. Und das kommt hier rein. Das ist noch leer. So, machen wir es einmal so. Jo, die Augen kommen hier drüben rein. Das weiß ich noch. Obwohl es schon wieder ein bisschen länger her ist. So, hier ist nichts, aber hier müsste Leder sein. Sehr schön. So, ich brauchte 10, oder? Heißt ja, wir müssen wohl demnächst mal wieder in den Wald huschen. So, 10. Warte mal, 10 normales und 10. 10 Edelholz. Kernholz. 10 Kernholz, 10 Edelholz. Haben wir das noch? Na, aber gerade so. Aber wirklich gerade so. So, ja. Schön. Und einmal davon. Und wenn uns das nächste Mal nicht wieder die Pfeile ausgehen, ach, das wird ein Träumchen. Es wird ein unglaubliches Träumchen. So, das muss ich noch rausfinden. Habe ich irgendwas übersehen? Oder können wir das schlichtweg noch nicht machen? Das wäre natürlich... Würde mir natürlich schmeicheln, wenn wir das noch nicht machen können. So. Aber... Ach, ich würde mal bezweifeln. So, und die Edelsteine kommen ja auch rein. Das füllt sich ja langsam ordentlich hier. Was? So, machen wir mal einen auf diesen und das dahin. Der Goldberg wächst. Ich bin echt gespannt, wann wir das irgendwann mal ausgeben können. Oder ob wir unsere schlaflosen Nächte dann einfach badend wie ein kleiner Drache in unserem Goldhaufen verbringen. So, das einmal schnell eingesammelt. Ich habe noch ein bisschen Zeug und Kram am Start. Ja, sehr schön, sehr schön. So, da können wir ja wieder mal 10 reinpacken. Ach Quatsch, nicht 10 reinpacken, sondern... Nur die 5. So, machen wir uns noch mal ein bisschen Kohle. Kohle.
So, und hier einmal. Ich habe gar keine Kohle am Start. Ja? Ich habe zwei mickrige Kohle. So, aber das reicht. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber ja gut. Das seid ihr ja gewohnt, nicht wahr? So, in der heutigen Folge wollte ich ja mal uns so als Farmer verdingen, quasi Ranch Simulator 2.0 oder 0,14. Nee, Quatsch, was mache ich denn hier? Immer diese dicken Finger, die immer sonst wo hindrücken. Oh, ihr braucht ja nur 4 Hirschwellen. Naja, umso besser. Sehr schön. So, dann mal so. Kann es sein, dass der direkt. Naja, fast. So. Wie sieht's denn aus mit den Schweinchen? Ich war jetzt schon länger nicht mehr zu Hause. Die haben ja nicht mehr zu spachteln. Warte mal. Ich hab noch Pilze in der Reihe. Ausgezeichnet. So, kommt ran hier, meine kleinen Süßen. Meine kleinen Zuckerschnuten. Machen wir mal einen auf diesen. Vielleicht hält er dann auch ein bisschen länger. So, 2 Pilzchen für jeden. Und die fangen gleich an zu spachteln. Da hinten sehen sie gerade noch nicht. Oh, es... Warte. Doch. Einmal gespachtelt, aber es liegen doch 3 Pilze da, quasi. Also liegen jetzt noch 5 da. Wenn das Sinn macht. Da hinten ist immer noch... Hört ihr auf, euch gegenseitig zu nerven? Ihr kleinen Popowürste? Oh, was? Zahm 96%? Ja! Geil! Es wird, es klappt. Ich freue mich. So, wie sieht es hier aus? Ich brauche... Ja, morgen. Spätestens morgen sind wir die besten Freunde. So, und derweil... Lass mal meinen schönen Zaun in Frieden. Ja, schön... Ja, schön Fresschen machen. Sehr schön. Steck mal deine kleine Steckdose schön in die Pilze rein. Ich brauche Zeug und Kram. Nimm ich ditte... Ja, wir gehen jetzt länger mal nicht auf. Oder? Nö. Nö, wir bleiben mal. Wir bleiben mal zu Hause. Die letzte Aktion, die hat mich wirklich genug Nerven gekostet. So, das hier rein. Und dann haben wir noch ein bisschen Kupfer. Sehr schön. Ach, da können wir eigentlich... Wir mussten eigentlich nichts großartig machen. Bronzeschwert. Bronze, aber ich brauche erst den Eimer. Hm. So, wir sind eigentlich durch. Flug. Den brauchen wir sowieso nur hier. Bronze-Axt müssen wir alles... Ja, Stufe 3. Okay, gut. Also, nächste Bronze, die wir uns irgendwie kredenzen, wird ja dann wohl auch definitiv erstmal für den Eimer draufgehen. So, Wildschwein wurde gezähmt. Fridolin! Kleine Arschkrampe! Fridolin 2 quasi. Hallo? Sind sie jetzt alle zahm? Sind sie alle zahm? Hallo? Nee, ja, noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir sprechen uns in 2 Stunden. So. Ich stell mich einfach mal dumm dreist hier hin. Jo. So lang sind die Arme nun auch nicht. So ungefähr hier so. Der Stein muss da noch weg. Oh, keine Ausdauer mehr. Das kommt davon, wenn man nichts isst und hier den ganzen Tag mal lucht. Auf dem baldigen Feld. So. Das, glaube mal, das ist doch... Wie groß muss das überhaupt werden? Ich mach's mal noch mal ein bisschen schöner. Könnte was zu essen vertragen. Ja, gibt's nichts. Hier, heute wird gefastet. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich würde es noch mal 1 breiter machen. Huch. So. Einen kleinen Herzinfarkt später. Dann haben wir das jetzt auch gleich geschafft. So. Ich glaube... Was sieht der hier aus? Wie Knüppel auf dem Kopf. So, ungefähr... Ja, ungefähr so. Ungefähr so wollen wir das haben. Jetzt nehmen wir uns hier mal noch den Stein auseinander. Das Ding können wir sowieso nicht gebrauchen. 3 Steine.
Das war jetzt auch nicht so aufregend. So, das Türchen an sich fand ich jetzt nicht verkehrt. Das fand ich wirklich nicht verkehrt. Ich würde hier mal... Da, warte. Gleich hier anschließen. Gleich hier anschließen oder lieber... Oder das lieber geschlossen lassen. Ja, da könnte man hier nochmal durchlaufen. Ach, keine Ahnung. So, was zum brauche ich zum Bauen? Ich brauche einfach nur reichlich Holz. Das habe ich. Das habe ich. Bestimmt. Habe ich bestimmt noch hier oben. Gott sei Dank. Ich drücke immer den falschen Knopf. So. Das wird sich für diese Folge auch nicht mehr abstellen. Da kann ich euch schon mal sagen. Hier sieht es noch ein bisschen mokelig aus. Ist mokelig, schnuckelig hier. Das könnte noch mal ein bisschen... Das könnte hier noch mal ein bisschen hübscher sein. Entschuldigung. Man sieht, ich bin kein Bauer, wa? So. Dann... Ich hab hier keine... Warum hab ich hier keine Werkbank? Die ist da... Ach nee, komm. Okay, ja gut. Weiß ich Bescheid. Dann könnten wir uns gleich mal schnell eine Werkbank hier hinzimmern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann packe ich die doch einfach mal so als Abstandshalter. Tun wir mal... Warte mal. Eine Sekunde. Ich hab eine bessere Idee. Wir könnten doch... Wir könnten. Oh ja, sehr schön. So, machen wir dann so. Das Ding kurz weg, das Ding kurz abgerissen. Dann stellen wir uns mal hier noch die Werkbank genau dahin. Und dann baue ich mir mal ein Zäunchen. Ich hoffe, das funktioniert so mit dem Zaun. Bin jetzt unsicher. Das Ding ist... Die sind aber auch ein bisschen schiefer, die Zäune. Und der Zaun... Nö, das passt eigentlich. Na, dann täten wir doch einfach so. Machen wir einfach so. Und jetzt würde ich einfach mal... Quasi die Abmessung des Geheges auf der anderen Seite. Würde ich jetzt einfach mal nachbauen. So, Pi mal Auge. Sehr schön. Und der vorletzte. Das ist der vorletzte. So. So rum. Ne, machen wir mal so rum. Das geht jetzt hier. Hörst du auf! Ich bin ja am Bauen. So, das ist aber ein bisschen hässlich. Deswegen müssen wir hier gerade kurz nochmal Hand anlegen. Ganz kurz, einmal ganz kurz. Müssen wir uns das hier nochmal schön machen. Also so schön, wie es eben geht. So, machen wir so. Wie viel hatte ich denn hier? Vier Elemente? Fünf? Vier? Fünf? Eins, zwei, drei, vier hatte ich da. Das wird ja wohl erstmal ausreichen. So viele Samen haben wir jetzt nun auch nicht gefunden. Das ist... So... Einmal hier. Ja. Dann hier die Nummer 2. Nummer 3 und Nummer 4. Sehr schön. So. Nee. So rum. Ja. Nee. Jetzt. Ja. Ausgezeichnet. Dann. Wieder zurückgebaut. Möglichst gerade. Ich möchte es nicht beschreien, aber wird wahrscheinlich schief und krumm. So. Und dahin. Und hier. Und einen nochmal, oder? Zwei? Ich sehe gerade ja nichts. So. Einen noch? Es sind noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Und muss noch... Habe ich mich doch nicht verguckt, aber nachzählen ist immer noch besser als... Als dann das Nachsehen haben. So, tun wir so. Hier sieht es natürlich wieder ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Ich sehe auch gerade...
Warum ist denn das so schief? Das sieht irgendwie so schief aus. Das sieht nicht aus, als wäre das hier ein rechter Winkel. So. So wird ein Schuh draus. Dann noch einmal hier hingesetzt. Und von der anderen Seite. Trifft sich echt super. Wirklich, es ist ein Traum. Es ist wirklich... Oh mein Gott. Ach, es ist... Jo, gut, machen wir eben so. So, warte mal. Ich habe ein Zweier und ein Einser. Dann die Dinger drauf. Ja, komm. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, dass wir irgendwelche sonderlichen großen Riesenschwierigkeiten hatten. Also baue ich jetzt einfach mal fröhlich. Baue ich einfach mal fröhlich drauf los. So, eine Tür hätte ich gern noch. Ja, komm. Machen wir zu. Tun wir so. Das sieht aber aus. Das hatte ich einfach. Nee, das stimmt schon. So, das schlonzt sich da schon irgendwie so rein. So, dann tun wir so. Habe ich schon so gesagt. Machen wir mal einen auf. Bäh. Bisschen weniger wäre geil, wenn ich ehrlich bin. Ach du Gott, warum? So ungefähr. Und das Ding. Täten wir jetzt mal hier so hin. Ja, und sonst so? Wie geht's euch? Alles geil? Habt ihr Spaß? Ach Mann, ey. Okay, hier nochmal wieder zurück. Tun wir mal einen auf diesen. Und... Boah, ey, es ist doch irgendwie... Irgendwie wird es ein bisschen, alles ein bisschen schief und krumm hier. Boah, weiß ich nicht. Das wäre aber super schief. Das wäre halbwegs gerade. Mal noch ein bisschen zur Seite zu drehen und dann machen wir uns hier einfach. Ja, komm. Das passt schon irgendwie. Ja, komm. Ja, super. Ja, großartig. Spitzenklasse. Als hätte ich es irgendwo gelernt. So, dann einmal hier, einmal da. Bitte, bitte. Geht das? Kann ich den da oben drauf setzen? Muss ich schon wieder eine Leiter nehmen? Nein. Das. Boah, das sieht aber auch... Warum? Ach, ich und eine Bauen. Wir werden irgendwie nicht so dicke. Wir werden irgendwie nicht so dicke. So auf der Party, da sehen wir uns ab und zu nochmal. Hä? Wir nicken uns auch irgendwie anerkennend zu, weißt du? Also, man kennt sich halt. Man will dem anderen auch nichts Böses, so richtig. Aber so richtig, Freunde... So richtig Freunde wären wir irgendwie nicht. So ist das nun mal manchmal im Leben. Aber wir könnten doch ungefähr hier so, warum geht das nicht? Jetzt da war. Nein, ja. Dankeschön. Und Dankeschön. Ja, sehr schön. So, wollen wir hier rüber und dann. Nein, ja, ausgezeichnet. So, einmal hier so, einmal da so. Ich kann mich partout nicht mehr erinnern, wie wir das da drüben gebaut haben. Wie haben wir denn hier getätet? Ah, okay. Sehr schön. Gut, dass man immer so eine schöne Vorlage hat. Da kann man dann immer bei sich selbst schmulen. So haben wir getätet. Jetzt muss nur noch unser Vorrat an Holz... Dankeschön, danke, danke, speichern, immer sehr geschätzt. Und jetzt noch das 26er Dach. Das ist das 26er. So, dann packen wir das da oben drauf. Und wie hatte ich denn es hier? Da hatte ich doch... Wie hatte ich denn hier? Da hatte ich einfach so eine Abstandsklötzer gemacht, war? Kann das sein?
damit das hier irgendwie überhaupt hinhaut. Warte mal. Kann ich das Ding da oben irgendwie dran schnampulieren? So, nichts gesehen. Halb anständig geworden. Aber auch nur halb. Oder ich mach... So, warte mal, wenn der da dran ist. Es ist immer jedes Mal wieder die Erfindung des Rades aufs Neue. Habe ich das Gefühl? So, der geht dann natürlich nicht dran. Dann müssen wir wohl oder übel hier noch so einen 1 Meter Holzbalken nehmen. Und daran noch einen 26er. So, bitte andersrum. Nein, warum? Was machst du? Also, nee. Sehr schön. Danke, dranpappen. Einmal danke, danke, danke. Einmal kurz abreißen. Und dann das 26er. Und dann sollte er hoffentlich daran schlunzen. Möchte aber wahrscheinlich nicht. Jo, das funktioniert. Geil, ich freue mich. Ich freue mich, ein Cola Keks. So, das Ding kann weg. Und da an die andere Seite packen wir jetzt ihn dran. Geht das bitte? Der kann doch da. Dankeschön. Immer ist es so schwierig. Immer ist es kompliziert. Immer muss man. Immer. Na, ich bin. Obwohl mein Arsch manchmal irgendwie zu breit erscheint, ist er natürlich für diesen Zaun. Ist er für den Zaun. Ja, dankeschön. Ran. Was wollte ich sagen? Ist er für den Zaun dann eben doch ein bisschen zu schmal geraten? So, dankeschön. Jetzt wird es auch düsterlich. Ach, oder haben wir schon wieder den halben Tag vertrödelt? Oder beziehungsweise den ganzen Tag? Nicht verkehrt. So, sehr schön. Was gibt es Schöneres? Ja. Da kann man auch mal den ganzen Tag bauen. So. Mir sitzt niemand im Rücken. Der fordert, mach mal so. Das sind eigentlich immer das Schönste, so zu spielen. Im eigenen Tempo. So. Das ist immer die beste. Und natürlich auch, zeitlich gesehen, die sinnvollste Geschwindigkeit. Das eigene Tempo. So. Ich brauche. Wir haben leider nicht mehr so viel Kupfer am Start. So, da eingesammelt. Einmal schnell hier reingeschmissen und meine Tastatur mal malträtiert. Und dann legen wir hier mal nach. Sehr schön. Gleich wieder voll. Das Ding nehme ich jetzt auch mal mit. Das nervt mich da ein bisschen. So, Kohle wieder rein. Holz nehme ich mit nach drin. So. Ich fange an zu frieren. Gut, dass wir auf dem Weg nach drin sind. Achso. Jo. Schon wieder was ich nicht einsortieren muss. So, ein bisschen Holz und ein bisschen Zinn noch am Start. Das sieht wirklich sehr, sehr traurig aus. Das sieht wirklich extrem traurig aus. Aber ich weiß ja, wo wir Nachschub kriegen. Direkt hier vor der Tür. Und hier mal ein bisschen den Pfad runter. Ja, sehr schön. Achso. Wie sieht es eigentlich aus mit meinen kleinen Bienchen? 4! Die langweilen sich doch schon. Die wären nur fett und träge. Wenn sie so viel Honig am Start haben, der ihnen nicht geklaut wird, ja, dann... Ihr kennt doch meine kleinen Arschkrampen. Die wollen doch dann über... Jetzt komm ich... Von wegen fette Arschkrampe. So. Komm schon. Ja, dankeschön. Dann wollen die doch wieder keinen Honig holen. So, ich mach mal hier zu. Einfach so, weil wir es können. Ich würde mir gerne noch... Was waren das? 8? Waren es 8 jeweils? Ach komm. So. Ich mach mir lecker Beerenmarmelade. Beerenmarmelade. So, kann man? Nö, natürlich nicht. Konnten wir... Müssten wir, brauchen wir. Mietmischung. Ah. Mietmischung gesund. Aber das war ja eigentlich auch nur ein Boost, oder? Ich glaube. Geringer. Ja. Wir brauchen auch nur Himbeeren.
Giftwiderstand würde ich mir gerne nochmal machen. Aber jetzt ist die Bärenmarmelade ist jetzt erstmal wichtiger. So, dann können wir hier erstmal unsere... Oh Gott, wie lange wir hier gesammelt haben. Wie viele Pein und Qualen wir erleben mussten und ertragen. Machen wir das einmal auf diesen und dann packe ich das hier ein. So, machen wir hier rein und... Hier unten? Nee, hier. Ja, hier. So, wo war dann das gesund? Köstlicher Met? Ja, nee, muss nicht sein. Wir müssen nicht besoffen gegen irgendwelche Trolle kämpfen. Gesunder Met. Gesundheit über Zeit. Gesundheit 50. Ist jetzt auch nicht so aufregend. Ist echt nicht so aufregend. Aber Giftwiderstand. Giftwiderstand. Ich brauche einen Schwanz. Ich brauche Disteln. Schwanzdisteln und Kohle. Kann ich eigentlich... Nee, ich kann nur eine reingeben, wa? Also 5 Disteln, ein Schwänzchen. So, ein Ja, genau. Genau das meinte ich. Genau das wird uns heute noch häufiger passieren. So. Disteln hatte ich. 5 waren es, wa? Ach, Mann. Sachen, die ich immer vergesse. So, doch noch einmal raus. Und ich fange auch sofort an zu frieren. Ist jetzt nicht so, als hätte man sich schön durchgewärmt. Und, ist ja nur ein kleines Stückchen, kurz mal draußen. Man ist wirklich sofort erbärmlich am Frieren. Erbärmlichst. So, jo, das möchten wir gerne. Sehr schön. Warum habe ich denn nur noch so wenig Hunger? Ach so, ich habe ja gerade die ganze Marmelade hergestellt. Oh. Sehr gut. Sehr gut. So, auf in den Fermentierer. Unter großem Getose. Und ich würde sagen, zur Abwechslung springen wir doch gleich mal wieder ins Bett. Juhu. Dann sehen wir morgen auch was. Was wir da so alles Schönes mit dem Feld anstellen. Ich bin wirklich gespannt. Und eigentlich müssen wir doch jetzt mit der Gabel mit der... Was ist denn das hier? Sekunde, wie nennen die das hier? Flug. Also, vielleicht bin ich zu viel Stadtkind. Aber das sieht mehr aus wie eine Mistforke. Mit, naja, schon umgebogenen Zähnen, aber irgendwie... Im Flug hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Keine Ahnung, ist ein bisschen merkwürdig. Sind die anders? Sind die Pflüge anders, die man jetzt hinter irgendwie einen Ochsen oder ein Pferd spannt? Oder hinterm Trecker natürlich? Als mit der Hand? Aber diese kleinen Zinkeln hier, diese... Also, da kann ich Blumen anbauen. Blümchen, schöne Blümchen, rote, gelbe, orangene, weiß der Geier, blaue. Nein, ja. So, ich möchte gerne Karottensamen. Ich packe mir einfach mal alle ein. Jetzt überleben wir nämlich die Überraschung des Lebens. Keine Ahnung, wahrscheinlich, ich weiß, ich habe nichts gesehen. Wahrscheinlich... Müssen wir alle drei Tage irgendwie zurück in den Dunkelwald und neue Samen besorgen. Außer natürlich, sind die Samen an der Karotte dann schon dran? Oder können wir die klein schnibbeln quasi und oben das Grün quasi wieder einpflanzen? Ich kultiviere erstmal. So. Wenn ich mich schon selbst nicht kultivieren kann, dann doch wenigstens hier den Acker. So. Schon wieder keine Ausdauer mehr. So, einmal hier, einmal dort, einmal da, hier und hier das letzte Ding, oder? Ja, das sieht doch für einen bestimmt auch ausreichend. Zur Not kann man dann hier auch nochmal einmal trennen, dann macht man da Karotten und hier... weiß ich nicht.
Ich wollte jetzt gerade Kartoffeln sagen, aber... wie wahrscheinlich ist es, dass es hier Kartoffeln gibt? Ich bin mir wirklich sehr unsicher. Oh! Ah, Gras, ja stimmt! Oh, und dann... Oh, wachsen die auch bei mir hier vor der Butze? Wachsen die? Ich probiere es dann gleich mal aus. So, ich brauche Karotte. Karotte. Die wachsen. Oder, ja, okay, gut. Hier steht überhaupt nichts von irgendwas. Und Gras, geil. Da kann ich jetzt hier auch alles mal ein bisschen schöner machen. Ach, was gibt es Schöneres, auf dem Feld zu stehen am frühen Morgen? Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ach, und seine erste Ernte quasi schon im Hinterkopf haben. Wie viel Abstand braucht... Keine Ahnung, machen wir einfach mal so. So, machen wir einfach mal so. Halbwegs geordnet. Vielleicht ist das alles ein bisschen zu eng, oder? Ich bin mir unsicher. Bauen die einen gewissen Abstand? Ich mach mal ein bisschen breiter. Ich mach mal ein bisschen breiter, dann sieht das Feld auch ein bisschen... Sieht das Feld vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie imposanter aus, wenn man so möchte. Wenn hier alles grünt und blüht. Oh, ich kann sie schon schmecken, die saftigen, saftigen, knackigen Möhrchen. So, dahin, dorthin. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Ja, dafür brauchen wir natürlich auch Ausdauer, aber wir halten gut durch. Brauchen nicht so viel. Wie sieht's denn aus? Oh, nach dem Acker hier ist ja Flug dann auch schon hinüber. So, sollte ich noch ein paar Samen aufheben? Sagt er und hat noch 9 am Start. Ich behalte die mal. Ich einfach so, einfach kurz, kurz und knäpplich. Ich behalte die einfach mal. Nicht, dass noch ein Unglück passiert oder so. Ich habe jetzt das ganze Spiel über die Karottensamen gesammelt. Falls ich irgendwie Dummfug angestellt habe... Dass wir wenigstens hier noch ein bisschen was haben. Wenigstens ein bisschen was. So, Tannen, Kiefern. Hallo, meine Freunde. Und uralter Samen. Warte mal. Okay, uralter Samen geht gar nicht. Ja, wirklich null, null Ahnung. Man hört sehr leise Flüstertöne. Ist das eventuell für die Beschwörung von irgendwas? Ist der eine Bossgegner nicht der uralte? Dum, dum, dum. Ich habe keine Ahnung. Okay. Hier einmal zu. Nicht, dass noch hier wieder die riesige Wildschweine aus den Büchsen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus hier? Blasius, ja, du liebst mich, Schickwies. Alle. Was ist denn hier los? Ein Ferkel? Ihr kleinen schmutzigen Ferkelchen! Ihr kleinen... Guck mal, einmal nicht hin, machen hier gleich Knickknack. Irgendwie, was ist denn hier los? Och, Manno! Ist das doch immer noch? Warum? Der war doch... Ich war kickt. Warum? Der war doch schon bei 4... Och, der war doch schon bei 94%. Ich bin mir... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Ich baue mir mal, oder besser gesagt, ich pflanze hier hinten mal. Einfach, weil ich es kann und weil ich es... Ich habe eine Aufnahmespanne echt wie ein Eichhörnchen. Ich möchte ja eine... Komm, warum nicht hier hin? Warum nicht einfach hier hin? So, Nummer 1. Hüp. Müpp. Müpp. So. Hallo, guten Tag, guck mal hier, ich tue der Natur was Gutes. Ja, nicht immer nur nehmen, sondern auch geben. Genau, und dir gebe ich jetzt noch gleich den Todesstoß. Ja, siehst du? Richtig schön. Und auch schon wieder, hier, ein Geben und ein Nehmen. Ich hau ihm mein Schwert ins Gesicht und dafür kriege ich ein bisschen Holz. Kriege ich... Ich habe nur ein Harz... Okay, gut, ja, ja, so, ist auch in Ordnung.
Ich nehme auch Kleinigkeiten. Und ist auch alles überhaupt kein Problem. So, das ist doch eigentlich ganz manierlich. Halbwegs hübsch. So. Und hier hatte ich mir so ein bisschen vorgestellt. Oh, hier gehen wir vielleicht mal nicht lang. Hier noch so einen schönen Gang. Quasi ungefähr wie der Steg. Einfach mal hier lang. Die beiden noch miteinander verbunden. Oder könnte man ja ungefähr... Weiß ich nicht, wie groß das noch sein wird, muss. Könnte man ja dann ungefähr hier den Wall hinzimmern. Den Baum hätte ich gerne noch drinne. Der ist wirklich allerliebst. So weiter man rauskommt, umso... Hier hat man natürlich jetzt die Anhöhe. Das wäre für die Verteidigung, wäre das natürlich nochmal deutlich geiler. Boah, es ist aber... Da müssen wir uns nicht drum kümmern, ob wir hier an den Bäumen vorbeikommen, wa? Die werden dann einfach nicht mehr existieren, wenn erstmal unser Verteidigungswall hier dasteht. Oh Gott, da brauchen wir so viel Holz für. Wir brauchen unendlich viel Holz wahrscheinlich. Sag mal an. Vier Holz. Joa, ein Baum, zwei, vielleicht drei Wälle. Das wird spaßig. Das wird wirklich sehr, sehr spaßig. Und man braucht... Oh ne. So. Ich wollte schon gerade sagen, man braucht noch eine Leiter. Dich würde gerne auch einladen in mein Kuschelparadies, aber leider sind da noch ein paar grummelige Einwohner. Die muss ich erstmal davon überzeugen, mich lieb zu haben. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge. Genauso wie wir beide. Ja, nächste Folge. Gucken wir mal, was wir für einen Schabernack noch so in petto haben. Ich würde eventuell mal noch eine kleine Holztour machen und vielleicht mal hinten noch in den Dunkelwald. Da steht, glaube ich, noch mein Karren, oder? Wenn ich das jetzt nicht so mega verpeilt habe. Heißt also, ja, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.